So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sanky Zero Let's Beginning. Beim letzten Mal haben wir angefangen, den Untergrund des Mani-Labors zu erkunden. Oder naja, die eigentlichen Labore an sich haben wir erst angefangen zu erkunden. Das obere war ja nicht so wirklich ein Teil davon. Und holy fuck, das ist auf jeden Fall mit Abstand der komplexeste und verwirrendste Dungeon im gesamten Spiel. Also auf jeden Fall. Und ich muss stehen doch bald, dass das wir müssen eh bald umkehren. Und Ryu überlebt auch nicht mehr lange. Ja, die machen es alle nicht mehr so lange, ich merke schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja. Und der kann auch nicht mehr so viel tragen jetzt. Ja, mein Gott, dann gebe ich den scheiß Handschuh halt meinetwegen. Macht halt weniger Schaden. Ist okay, wir müssen gerade Prioritäten setzen, ja? Müssen wir wirklich. Okay, spätestens wenn Yuma tot ist, gehe ich dann auf jeden Fall zurück. Bis dahin nutzen wir noch so gut wie es irgendwie geht die Zeit, die ich hier habe. Wo führt mich das wohl hin? Dahin, irgendwo. Nee, warte mal. Let's check the map. Dahin, irgendwo. Ja gut, wir haben eh keine Wahl, ne? Wir müssen eh überall irgendwann mal hin. Und ich habe eh keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ziemlich viel Bullshit mache, ganz ehrlich gesagt. What's this? Ah, she was Caldwell sleeping in a room. Okay. Wir haben schon mal was über sie gefunden und da stand es nicht bei, wo sie denn hinter, wo sie denn überhaupt mitgenommen wurde. Mein Gott, wo führt das jetzt schon wieder hin? Ich hasse es. Ja, aber ich meine, es ist, wie gesagt, ich liebe es eigentlich. Ich finde es super, ich mag komplexe Dungeons. Was mich nur stört, ist halt, dass man altert, wenn man Etagen wechselt und dass man hier sehr, sehr oft die Etage wechseln muss. Deswegen stört es mich. Ansonsten stört mich das gar nicht. Ich mag ja komplexe Dungeons an sich. Hier kann ich auch runter weiter. Warte mal. Ach, das war die unterste Etage, wo ich noch gar nicht war. Ja, da komme ich irgendwann anders noch hin. Ich bin aufgeschmissen. Habe ich zum Beispiel mal wieder so ein Kreuzchen. Da geht's wieder nach oben. Da noch irgendwo hin. Ja, Doch. Wir sind komplett lost, ganz ehrlich gesagt. Also, kommen wir da jetzt her? Ja, da kommen wir her. Dann kommen, gehen wir noch hier hoch. Die unterste Etage gucken wir uns noch nicht an. Das sehen wir uns noch ein bisschen auf, aber da werden wir wohl schon noch früh genug hingehen. So, immerhin sind wir nicht gealtert. Das heißt, Yuma lebt weiterhin. Hier haben wir, glaube ich, auch noch Abkürzungen, oder? Sieht sehr stark danach aus. Also, ich meine, hier waren wir noch nicht, also kann man sich Abkürzungen nennen, aber okay. Lupe und Sterne. 4 Sterne und nochmal 4 Sterne. Keine Ahnung, was das alles heißt. Vielleicht muss ich den Schalter drücken, vielleicht auch nicht. Ich meine, das wird ja wohl irgendwas bedeuten, dass da ein, ja, so ein Bild daneben ist. Denke ich mal, deswegen wird es wohl ein Rätsel sein, aber gerade habe ich eh noch keine Wahl. Ach doch, hier ist noch was anderes. 3 Kreise, Stern, 2 Kreise, Stern, oh Gott. Öffnet beide Türen, okay. Gehen wir erstmal weiter. Ich habe das Gefühl, das wird noch nicht das Ende gewesen sein. 2 Sterne. Aha. Okay, bisher einfach nur alle Schalter drücken, die ich sehe, und dann öffnet sich irgendwas. Ich denke, das wird aber nicht so bleiben. Ich sollte auch verdammt normal die Türen mehr angucken, damit ich sie auf der Karte sehe, wenn sie sich öffnen. Das ist clever, ja, sehr clever, ich weiß. Unfassbar clever. Meine Intelligenz ist sehr groß. Und vorhanden. Manchmal. Ja. Sehr groß und vorhanden. Eine Kuh. Da schließt sich die Tür wieder. Sonst ändert sich nichts. Also, soweit ich sehe jedenfalls. Ich lasse dich erstmal so, weil sonst komme ich nicht weiter gerade. Sonst geht es hier ja auch noch weiter. Da ist auch noch eine Tür, die zu ist. Hier wahrscheinlich noch ein Schalter. Eine Ziege oder so und 3 Sterne. Ach, der war schon an sogar, der Schalter. Okay, was hat sich geändert? Die Tür hat sich wieder geschlossen. Ich denke, ich muss irgendwas mit den Sternen auch machen und so. Na, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich sag wahrscheinlich, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich das jetzt anmache in Kombination mit der Ziege, vielleicht passiert was anderes. Who knows? Jetzt geht die Tür wieder auf. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Ich wüsste es sehr gerne. Also das würde mein Leben vielleicht ein bisschen bereichern, aber weiß ich leider nicht. Immerhin scheint es keine Fallen zu geben, die mich umbringen, wenn ich den falschen Schalter drücke oder so. Das ist schon mal
nett, aber Hilfe. Aber Hilfe. Okay, ich habe jetzt den Schalter am Eingang direkt angemacht und den jetzt auch, oder? Den habe ich doch angemacht, oder? Eigentlich habe ich keine Ahnung. Eigentlich ist es auch irrelevant. Wen interessiert schon die, was ich hier rätsel? Ich rätsel ja sowieso nicht, drücke nur Tasten und gucke, was passiert. Okay, ich habe die Tür geöffnet, die mich weiterführt. Aber ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Bisher hat das Rätsel gefühlt noch nicht angefangen, denn ich habe bisher noch keine Ahnung, was ich zöllig getan habe hier. Also so gar keine Ahnung. Okay, hier sind zwei Schalter. Aha. Das öffnet die Tür. Da komme ich anscheinend auch weiter. Okay, also bisher komme ich ganz gut damit zurecht, wenn ich einfach nur rumprobiere und irgendwann klappt es dann. Also, keine Ahnung, ob es da irgendeine sinnvolle Lösung gibt. Wahrscheinlich gibt es irgendeine sinnvolle Lösung. Es würden die ganzen Bilder, wie gesagt, nicht daneben sein, aber rumprobieren reicht bisher auch. Irgendwie, zum Glück. Denn clever sein ist nicht so meine Idee von Sachen. Egal. Ein Reinigungsroboter. Cool. Ich putze nicht gerne. Oh, Manga. Cool. Und noch zwei weitere Türen. Okay, hier geht's weiter nach unten. Da wird Yuma halt sterben. Und dann kommen wir hier an. Okay, ich habe das Gefühl, wir finden auf jeden Fall gerade einen Weg, wo wir mal ein bisschen weiterkommen. Ich habe das Gefühl, wir machen langsam mal ein bisschen, naja, soll ich sagen, Fortschritt. Das Ding ist, ich muss den ganzen Weg dann wieder gehen gleich, ne? Und der Weg ist halt echt verwirrend AF. Holy shit. Ich müsste dahin. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich dahin komme. Doch von da aus. Da komme ich hin, indem ich von dahin. Und da müsste ich. Ja. Okay, doch, da komme ich hin. Das kriege ich hin. Wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, kehre ich jetzt zurück zur Basis und wir sehen uns dann ungefähr hier wieder. Okay, wir sind hier. Wir können nach unten gehen. Wundervoll. Allesamt lebendig. Ryo ist ziemlich alt. Ryo wird jetzt am nächsten Tag sterben, aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe diesmal auch einfach mal ein bisschen weniger Sachen mitgenommen. Ganz intelligenterweise. So dass wir dann auch trotzdem noch genug Platz haben sollten. Für eine ganze Weile, auch wenn er dann weg ist. Okay, wir sind jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind eigentlich, aber ja, cool. Einfach cool. Lassen wir es dabei, ganz ehrlich gesagt, okay, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann auch absolut nicht einschätzen, wie weit wir jetzt sind, also wie lange das hier noch geht. Weil wir springen ja so viel zwischen den Etagen und her. Wir haben zwar eine noch gar nicht gesehen, auch wenn wir da schon hin könnten, theoretisch, in mehreren Punkten. Aber also es kommt bestimmt noch einiges, aber ich kann, oh Gott, ich kann es jetzt prozentual nicht einschätzen. Was bei den anderen Dungeons bisher wesentlich leichter war. Da ist eine geheime Wand, okay. Eine geheime Tür. Ich weiß, ich sag immer geheime Wand, ist egal. Stirb, oder mach deinen Rüssel mal weg, ganz kurz. Was mit den Wesen geklaut? Das ist nicht höflich, ich muss hier sauber machen. Mein Gott, vor allem wenn du alles vollspuckst weiterhin. Komm her. Mein Gott, reste noch, solange du brauchst. So, danke. Unhöflich sowas. Weiterhin. Ja, ich sehe schon, nächstes Rätsel, ha? Mal sehen, ob ich wieder mit rumprobieren durchkomme. Aber auch sowieso erst, wenn ich jetzt wieder losgeworden bin. So, ausgezeichnet. Jetzt kann ich mich hiermit auseinandersetzen. Ich sehe verschiedene Bilder, die mir absolut nichts sagen allesamt. Ist noch irgendwo ein Hinweis? Irgendwas, was mir weiterhilft? Ja, hier ist eine Tür, die zu ist, tatsächlich. Aha. Nee, ich glaube, Hinweise gibt's hier nicht. Du bist auch kein Hinweis. Listen closely. The rumbling sound can be heard. Schön. Hilft mir leider nicht, wie gesagt. Also okay. Habe ich gerade das Rätsel gelöst? Hab ich? Oh Gott, fick dich ins Knie. Ich habe gerade das Rätsel. Ich liebe diese Rätsel, diese Flöcke. Ich liebe sie. Sie sind wundervoll. Sie bereichern mich so sehr. Ich meine, im vierten Dungeon hatte ich echt Probleme mit den Rätseln, ne? Aber hier? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie läuft es einfach. Vielleicht kommt auch gleich noch irgendwas und ich muss noch was anderes da drücken, aber
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist gerade irgendwie alles ein bisschen weird hier. Ich hoffe übrigens, euch hört es nicht, falls ihr gerade Vögel im Hintergrund zwitschern hört. Die Sonne geht so langsam auf. Aber eigentlich habe ich mir zum Ziel gesetzt, das Spiel jetzt noch durchzuspielen. Das heißt, wir spielen jetzt so weiter. Egal, wie lange es so dauert. Ich meine, 5 Uhr morgens ist ja nicht spät, ne? Also, das ist meine persönliche Ansicht natürlich. Das ist eine geheime Wand, okay. Und stimmt, da hinten war ja auch noch eine Tür. Geheime Tür, nicht geheime Wand. Also vielleicht müssen wir da noch andere Sachen drücken. Guck ich gleich mal, aber erstmal heben wir auf, was auch immer hier ist. Level 2 Key. Disposable. Ich habe noch gar keine Level 2 Tür gefunden eigentlich, ganz ehrlich gesagt. Also glaube ich jedenfalls nicht. Wüsste ich nicht welche. Vielleicht die hier. Nein, okay. Ich drücke mal noch ein paar andere Schalter. Vielleicht kann ich tatsächlich noch die anderen Türen öffnen, aber... Okay, ich bin zwar zwischendurch gestorben, aber die richtigen Schalter sind die beiden. Und der da hinten sind... Alle Türen hier offen. Also, was gibt's hier? Ich hoffe, es hat sich andersweise gelohnt. Aha. Nein, das hat sich schon mal nicht gelohnt. Wie die andere Tür hat sich auch nicht gelohnt. Okay, okay, ich sag nur, wenn da jetzt nichts ist, wenn da jetzt keine Notiz zum Beispiel ist oder so. Na, nur so als Beispiel. Aber der Raum sieht zumindest schon mal ein bisschen größer aus. Ein Strength, ne? Okay. Okay. Hätten wir das geklärt? Warum ist hier ein neuer Gegner? Lass mich in Ruhe. Okay, wir gehen jetzt wieder. Wir hatten hier eine Menge Spaß. Das Ding ist, wir haben hier nur einen Level 2 Key gefunden. Ich weiß nicht mal, wo ich ihn benutzen soll. Aber wir haben ihn. Das heißt, wir können jetzt zurück... irgendwo hin. Ja. There's a piece of paper with writing on it. Pick it up. Warum fragst du mich? Okay, das macht mir ein bisschen Angst. 2, 5, 6 Stars will show. Das hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen, bevor ich hier reingelaufen bin und die ganzen Sterne und. Ja, okay. Warum fragst du mich? Ist das eine Falle? Werde ich jetzt sterben? It seems to be a map. A hand mirror, cow and goat are drawn on it. Okay. Okay. Ja, hätten wir das auch mal erklärt. Ich bin auch so durchgekommen, keine Sorge. Okay, gehen wir doch jetzt endlich mal runter auf letzte Etage. Ich habe sogar Seile mitgebracht, also platzieren und sicher runtergehen. Wundervoll, oder? Finde ich auch. Toll. Hier waren wir noch gar nicht. Und hier ist der Tod direkt hinter mir. Ich liebe es. Ich liebe es. Fühlt man sich direkt richtig willkommen, weißt du? Bei so einer Begrüßung. So weg mit deinem Dreckstentakel, da kannst du mir nichts mehr anhaben. Oh, ich habe dich weggeschossen. Cool. Ich glaube, das habe ich jetzt freigeschaltet letztens erst mit dem Skill. Man lernt immer dazu in dem Spiel, ne? Immer wieder. So, vor allem lernt man dazu, dass man scheiße ist und stirbt, wenn man scheiße ist. Ah, da hinten ist irgendein Boss und da ist noch ein Tentakelvieh. Ja, egal. Was bist du für ein Boss? Ach ja, du bist Rinko. Ja, cool. Cool. Kann ich das tragen? Nein, damit kann ich was craften, okay. Ja, mache ich dann irgendwann mal. Vielleicht auch nicht. Wenn ich richtig Materialien dafür habe, gerne, ne? Habe ich noch meistens nicht. Ein Knopf. Ist hier gar nichts drin? Ich fühle mich echt verarscht in letzter Zeit manchmal, ja? Ich meine, ist ein schöner Raum, klar, aber... Ich finde hier teilweise echt Sachen und denke mir so, okay, cool. Wofür jetzt? Warum war das jetzt so versteckt? Aber gut, okay. Ah, auf Rinko habe ich gerade echt keinen Bock, ne? Weil die dürfte ja noch recht stark sein eigentlich. Außer es sind halt geschwächte Versionen, da bin ich mir nicht so sicher, ne? Aber so oder so will ich es eigentlich auch nicht unbedingt herausfinden. Also, ist mir ein bisschen zu unsicher eigentlich. Ganz ehrlich gesagt. Also weg mit dir. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Won't budge. Ich lasse Rinko einfach mal in Ruhe, ne? Ich meine, sie kann ja auch ihren Freund nicht rufen, ist das Ding, ne? Also, vielleicht greife ich sie doch an. Ich will da erstmal deine Blumen kaputt schlagen natürlich wieder. Weg damit. Nicht weg damit anscheinend. Weil das ist ja auch... Oh Gott. Oh Gott, ich habe echt keinen Bock, gegen sie zu kämpfen. Ich merke das jetzt schon sofort. Hat nicht lange gedauert, um das zu merken, ne? Ich merke schon. Ihr merkt auch schon, dass ich merke, dass wir alle merken. Ich mag merken. Denn ich kann mir nichts merken. Ah, ich würde mich irgendwo gerne heilen. Rest. Ja, es hat mich gerade Angst, ich weiß, aber ich habe was dagegen. Keine Sorge, ich habe was dagegen. Gegen Angst habe ich, glaube ich, gar nichts. Fuck. Ja, dann tut mir leid. Ich habe doch nichts gegen Angst, habe ich mir gerade spontan überlegt.
Glaube ich, aber ich kann gleich nachgucken. Ach man, rede ich ja nur, ich weiß, es tut mir leid. So, die Blume ist immer noch da. Was ist denn los? Du bist ja stärker als der eigentliche Boss. Ja, hast du auch tatsächlich... Fucking shit, okay. Ja, jetzt bist du tot. Also nicht tot, deine Blume ist kaputt. Das heißt aber, dass du immer noch ziemlich viel Leben hast eigentlich. Also so war es ja beim Bosskampf. Die Blume war ja echt noch der leichteste Teil quasi. Du kannst die Blume regenerieren? Was ist denn los mit dir? Nee, wir laden. Wir laden den scheiß Autosave. Ich tue mir das hier nicht an. Nein, sowas gibt's hier nicht bei mir. Okay, dann ignorieren wir sie doch einfach diesmal. Hier habe ich übrigens gerade eine Notiz gefunden. The fiery bloom illuminates the darkness of the night. Und das scheint auch relevant zu sein für irgendein Rätsel. Ich weiß auch noch nicht, was es heißt. Aber vielleicht finden wir es noch raus. Wir ignorieren die jetzt, okay? Die existiert jetzt einfach da. Das ist schön für sie. Da ist noch so einer. Und, ich habe gerade schon das Telefon klingeln gehört. Okay, ich muss also wirklich wieder, um sie zu besiegen, vorher ihren Kumpel Freund loswerden. Wow. Ich habe einfach den Bosskampf nochmal hier platziert quasi. Also wirklich nicht nur sie als einen random Gegner, sondern den Typen gibt es auch noch dazu. Im Doppelpack kommen die nur... Ich meine, da gibt ja auch Sinn, weil sie an sich war ja wirklich dann nicht mehr so schwer zu besiegen, aber... Trotzdem, ich bin in einem fucking Dungeon, ich will nicht mal eben nebenbei sowas machen. Ich will doch einfach nur Gegner totschlagen und weitergehen. Oder meinetwegen auch einfach weitergehen, ohne den Gegner totzuschlagen, solange sie mich dann nicht töten. B4 bis 1, also bringe ich das wohl hier hin, ne? Ja. Ich denke noch drüber nach, solange gehen wir erstmal weiter. Rinko ist halt schon wieder am Verrecken. Das ist halt so das Problem, was ich gerade persönlich habe mit der ganzen Situation hier. Und ich fühle mich ja allgemein nicht sicher, warum ist da ein rotes Licht? Da will ich, glaube ich, nicht drauf treten, ganz ehrlich gesagt. Also eigentlich habe ich allgemein ziemlich viel Angst gerade. Ich würde auch einfach gerne nicht diesen Tresor öffnen, weil er bestimmt in meinem Gesicht explodiert, ich weiß. Ich würde ganz ehrlich gesagt einfach gerne gar nichts mehr tun. Weil hier ist es nicht angenehm, in diesem Dungeon. Ich komme doch trotzdem weiter um. Erstmal zu Ende hier. Oh Gott! Oh, Mechanical Noise Somewhere, was hat das gemacht? Aha, ich habe was gemacht. Ich will weg von Rinko erstmal, bevor ich gucke, was ich gemacht habe. Ich habe da etwas geöffnet. Die Tür. Mhm. Okay. Was ist hier? Ich kann hier nicht gehen, okay. Warum nicht? Was ist hier? Ist das gerade passiert? Ich wurde eingesperrt, oder? Kannst du bitte nochmal auf die Druckplatte gehen? Also, ich mag das nicht. Okay, wir fangen nochmal von vorne an auf dieser Etage. Wir laden nochmal den Autosave. Okay, wisst ihr was? Wir ignorieren diesmal einfach alles. Einfach alles. Und gehen direkt zu diesem Fahrstuhl und scheißen drauf. Weil es ist mir echt egal, was auf dieser Etage abgeht. Ich verstehe die Etage sowieso nicht. Die ist komisch. Ich hoffe, da ist nichts, was ich brauche. Ach, wir kommen jetzt wieder ganz da drauf. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich ganz und gar nicht erwartet. Ach so, das geht. I get it. Aber eine weitere Abkürzung hoffe ich erstmal. Wobei wir hier noch gar nicht waren, deswegen ist es keine wirkliche Abkürzung erstmal zumindest. Eigentlich will ich mich hier nicht weiter umgucken, weil dann alter ich noch weiter, ne? Ach, hier ist aber ein Level 1 Key zumindest. Vielleicht kann ich ganz schnell irgendwas öffnen, damit ich hier schnell hin kann. Rein theoretisch vielleicht. Ach, wisst ihr, es ist mir gerade ziemlich egal, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter erstmal nach unten. Wir werden ja auch von der anderen Richtung wahrscheinlich hinkommen können, denke ich mal. Wir haben ja hier noch gar nicht alles erkundet, das war ja von Anfang an der Fall. Ich hoffe, das ist dann alles irgendwie machbar. So, erstmal hier gehen. Der Boden ist gefährlich, okay. Ja, das sind Elektroplatten und ist da Wasser drüber oder sieht das nur so aus? Wenn da Wasser drüber ist, dann ist es sowieso recht blöd, dass hier Elektroplatten sind, ne? So ganz allgemein. Wenn einer angeht, dann sollten wir allgemein Schaden bekommen. Hi! Ja, Tentakel. Manchmal vergesse ich das, okay? Ich weiß. Immer noch. Tentakel. Hast du gerade irgendeinen Schadenseffekt? Nein, hast du nicht? Sah so aus. Weißt du gar nicht, ob du irgendwelche Schadenseffekte drauf hast, die du machen kannst. Aber hast du zumindest auch nicht, falls du es kannst. Genau. Oh Gott. Reden kann ich gut. Nein, ich glaube, ich spiele heute noch bis zum Boss nur und das Ende machen wir dann doch in einer anderen Aufnahmesession, weil sonst wird das nichts. Nein. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr alles.
Vor allem, weil das bestimmt noch länger dauern wird, was danach kommt, als bei den anderen Kapiteln. Gehe ich mal von aus. So fürs Finale. Würde mich wundern, wenn nicht. Keine Ahnung, was ich geöffnet habe oder ob ich was geöffnet habe. Weil da stand auch nichts oder so. Aber hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Ach, nö. Außer hier? Ne, auch da nicht. Ach, die Kamera kann ich angucken, tatsächlich. Aha. Ah. Jetzt machen die Platten Elektroschaden. Habe ich das gerade angemacht, vielleicht? Vielleicht. Aber komm erstmal hierher, Großvaterchen. Nicht benebeln mich, bitte. So, weg mit deinen Schnurrbarthaaren. Was auch immer die in deinem Gesicht machen als Tentakel. Was du damit anfangen kannst. I don't get it. Soll mir aber auch recht sein, egal was du damit machst. So, was ist da schon mit dir? Du hast nicht so viel drauf wie Rinko, ich merke schon. Ja, okay, ich habe den Elektroschalter anscheinend angemacht. Mit dem Schalter hier. Oder? Ist es wieder aus? Sieht danach aus. So, drauf da und weg, weil die überleben mittlerweile tatsächlich eine komplette Kombo von mir. Oh, die überleben nicht mal einen Schlag von mir anscheinend. Okay, vielleicht habe ich ihn vorher schon getroffen oder so, ich weiß es nicht. So, hierhin komme ich, damit komme ich nur zurück. Da sind ganz viele Köpfe überall auf dem Boden. Okay, vielleicht muss ich den Schalter auch drücken, um diese Tür da zu öffnen. Gucken wir doch mal, ob das tatsächlich passiert. Nein! Das ist beunruhigend, muss ich zugeben. Das bedeutet... Ach, ja, deswegen hatte der so wenig Leben, weil der hier schon im Elektro-Stuff rumlag. Aber... Das gefällt mir alles absolut nicht, dass ich hier nicht weiterkomme, denn dann heißt das, dass mir das alles gar nichts bringt, dass ich hier bin. Aha. Ich mach den Schalter mal wieder aus. Jetzt sollte hier nämlich sowieso erstmal Ruhe sein. Aber ja, ich merke schon, ich komme hier einfach noch nicht weiter. Wir gehen. Auf Wiedersehen. Okay, hier im dritten Untergeschoss, direkt da, wo wir uns damals fallen lassen haben, können wir noch in die andere Richtung gehen. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch irgendwas Spannendes ist oder nicht. Okay, sieht nur nach einem alternativen Weg. Oh mein Gott, was zur Hölle? Weg. Warte mal, ist das der Raum, in den ich gerade rein wollte? Das ist der Raum, in den ich sowieso jetzt gerade rein will. Was ist da drin los? Mit diesem Spiel. Ich will da rein. Also der Plan war jetzt, dass ich mich jetzt mal hier fallen lasse, weil dann komme ich auch noch auf die unterste Etage, aber in den anderen Raum rein. Aber... What the fuck? Das war beim letzten Mal nicht so. Das weiß ich noch, okay? Ich war hier schon mal. Sogar schon zweimal, wie man sieht. Ich bin zweimal schon drüber gelaufen, deswegen sind hier zwei Sachen frei. Aber... Warum? Ich würde gerne, zumindest, das Ding ist, ich muss den Schalter aktivieren. Ich muss den Schalter aktivieren, damit sich die Platten hier öffnen. Und ich bin tot. Ich hatte zum Glück ein Autosave natürlich am Anfang der Etage, aber... What the fuck? Okay, Leute, Planänderung. Ich habe mich gerade eine ganze Weile hier im Eingangsraum umgeguckt. Ihr wisst schon, das Eisrätsel. Und ich glaube, ich habe gerade die Lösung gefunden, um durch die andere Tür da hinten zu kommen, wo ich noch gar nicht war. Und zwar durch diesen Schalter. Geh schnell hier rüber. Blub, blub. Jetzt gehe ich gleich, wenn die Säule da oben ist, hier hin und hier rüber. Und jetzt müsste ich doch, wenn ich hier hingehe, zu dieser Tür da kommen. Wundervoll. Jetzt weiß ich natürlich, ist das einfach nur ein alternativer Weg oder... Führt mich das wirklich irgendwo hin, wo, naja, ich weiterkomme, was mir irgendwas bringt, keine Ahnung. Das werden wir dann bald herausfinden, denke ich mal. Aber ich meine, das war auf jeden Fall schwerer zu erreichen als das andere. Oh, schöne Werbung wieder. Danke, Runde V3. Was? Reasoning and Survival. Ja, Reasoning and Survival ist auch gut. Überlügen hat besser gepasst, würde ich mal behaupten. Okay, und...
Ja, hier ist nur einer immerhin von euch. Das ist noch annehmbar. Das ist halt noch annehmbar. So einer von denen geht halt, ne? Kann man gerne mal gegen kämpfen. Macht noch Spaß zwischendurch. Ein bisschen ja, herausfordernder als die meisten anderen Gegner und so. Aber trotzdem hat er nicht zu viel Leben. Kann man machen. Aber so fünf von denen. Oder das waren. Weiß nicht, war das mehr als fünf? Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht machbar. Warum existiert so ein Raum? Und vor allem beim ersten Mal war der Raum ja auch nicht so. Ich weiß nicht, ob ich ihn Fall aktiviert habe oder so, aber. Ich hab das nicht so ganz durchblickt. So. Da komme ich aber immer noch nicht durch. Also. Das ist blöd. Presse, Key und bla bla bla. Wundervoll. Okay. Vier Türen. Kann ich eventuell kaputt schlagen? Guck ich gleich mal. Garbage Pickup Schedule. Super. Ein Schalter, den ich noch nicht drücke, weil ich Angst habe. Und eine Wand. Ich bin sehr verwirrt darüber, was das überhaupt für ein komischer Ort ist. Ich kann da auf jeden Fall nicht durch, aber vielleicht, wenn ich den Schalter drücke, vielleicht öffnet sich dann das. Nein, ich höre nur eine Tür sich schließen, die hinter mir. Dann, blöd. Das ist blöd. Ich weiß nicht, was das für eine Wand ist. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Wand, die je nach Tag mal offen, mal nicht offen ist. Okay, Leute, nein. Wir probieren unsere Kleidung hier aus. Okay. Wir kommen hier jedenfalls nicht weiter. Ihr wisst gar nicht, wie viel Verzweiflung ich gerade in mir habe, okay? Wirklich, ich bin... Es gibt so viele Wege, aber irgendwie... habe ich nirgendwo das Gefühl, dass ich wirklich irgendwie vorankomme. Ja, hier gibt es bestimmt noch was. Also ich muss hier bestimmt noch auf der untersten Etage irgendwas machen. Davon gehe ich aus. Vielleicht muss ich Rinko besiegen. Da stand ja auch irgendwas von irgendeinem Rätsel, was ich nicht verstanden habe. Ich kann nochmal nachgucken ganz kurz. Ruins Guide. Oder auch nicht. Wurde das nicht gespeichert? Oder habe ich das in diesem... Okay, ich habe es in diesem Durchgang, weil ich ja Spielstände geladen habe und noch nicht angeguckt. Aber ja, jedenfalls war da irgendeine Notiz und ich bin so verwirrt, Leute. Ich habe so sehr keine Ahnung gerade. Okay, Leute. Ich habe nachgegeben. Ich gebe es zu. Ich habe wieder mal nachgegeben. Ich bin zum Einschlafen gegangen seit der letzten Aufnahmesession. Jetzt gerade mal zwischendurch. Und zum anderen habe ich wieder auf dem Discord nachgefragt, weil ich wirklich verzweifelt bin. Und habe jetzt einen Spielstand geladen von vor einer Weile, damit ich nicht den ganzen Bullshit, den ich so gemacht habe, mitnehmen muss. Ja, und habe zum einen erstmal gefragt, was ich denn unten bei Rinko machen muss, weil ich da nicht weiß, wie lange rumprobieren muss. Und es ist eigentlich recht wenig, was ich machen muss. Ich muss Rinko anscheinend nicht besiegen. Ich muss nur, passend zu diesem Rätsel hier, Feuerwerk hier platzieren, damit sich irgendeine Tür öffnet. Ich glaube, die könnte es sein. Aha, da ist auch ein Gegner drin, wundervoll. Denn da liegt, wie man auch schon sieht, etwas rum. Nachdem ich den Gegner losgeworden bin zu dem Mist. Komm schon, verschwinde und spuck mich nicht noch an. Mein Gott, nervt mich das. Allerdings, ach oh Gott, geh mir nicht auf die Nerven bitte. Er hat sich teleportiert. Ich hab's gesehen, ganz genau hab ich's gesehen. Ich will dir nur weg, okay? Ich will dir wirklich jetzt nur weg, eigentlich. So. Ja, mir wurde auch schon gesagt, dass da halt nur ein weiterer Schlüssel liegt. Und das Ding ist, ich weiß ja immer noch nicht, was ich mit den Schlüsseln machen soll. Und damit ich da nicht auch noch weiß, wie lange ich nachsuche, habe ich dann auch noch gefragt, was ich denn mit den Schlüsseln machen soll. Und tatsächlich brauche ich die hier oben. Anscheinend. Und nicht da unten. Das heißt, wenn ich da unten jetzt die ganze Zeit weitersuche mit den Schlüsseln, die ich habe, bringt mir das gar nichts, weil ich da unten eigentlich gar nicht weiter muss anscheinend erstmal, sondern da nur die Schlüssel finden muss, die ich dann hier oben nutzen muss. Und mit anderen Worten, ich gucke mich erstmal hier weiter oben um, bis ich irgendwas Neues finde, was so aussieht, als, ja, würde ich da einen Schlüssel gebrauchen können. So am besten so eine Tür mit einer 2 drauf oder so, ich weiß ja nicht, wie ich drauf komme, aber wäre eine Idee. Ich sehe da hinten schon einen weiteren rostigen Zaun. Ah, okay, hier kann ich auch jetzt die Abkürzung aktivieren. Naja, okay, schön. Hier ist noch eine weitere geschlossene Tür. Wahrscheinlich wird es dann da auch wieder irgendeinen Fahrstuhl nach unten geben. Den ich noch finden kann, eventuell, unter Umständen. Ah, ist hier sonst noch irgendwas?
Es sieht gerade erstmal nicht danach aus. Okay, dann ist es wirklich hier nur die Abkürzung. Vielleicht will ich nochmal weiter nach oben. Ich gucke erstmal. Ach, da ist zum Beispiel eine Zweiertür. Gut, da komme ich auch hin, glaube ich. Denn hier ist nur eine Einsertür davor. Jetzt ist halt die Frage, habe ich noch einen Einserschlüssel? Ja, habe ich noch. Jetzt nicht mehr? Aber gut, aber gut. Ich würde gerne vor dich loswerden. Bevor ich mich einfach in Richtung Tür stürze. Ich habe ja zwei Schlüsse, ich hoffe, ich komme damit durch. Ja, eventuell muss ich dann nochmal zurückgehen und noch weiter versuchen, weil es soll auf jeden Fall noch mehr geben da, allgemein. Also, das Prinzip scheint zu sein des Dungeons, dass da unten ganz viele Zweierschlüssel gibt und hier oben braucht man einige Zweierschlüssel. Ich weiß nicht, wie viele. So genau habe ich da nicht nachgefragt. Aber wir werden es ja sehen und da komme ich gar nicht weiter. Aber da komme ich vielleicht irgendwo hin, wo ich noch gar nicht war. Warte mal. Ah, da komme ich hinter eine geschlossene Tür. Okay, immerhin, immerhin. Will ich hier hin, ist die Frage. Ich weiß es noch nicht. Das kann ich auf jeden Fall hier öffnen. Eine weitere Abkürzung also, okay. Und hier geht's nach unten. Auch in Gebiete, wo wir noch nicht waren. Hi, du. Macht das wohl einen Unterschied, ist die Frage? Ich weiß es nicht. Fangen wir hiermit an. Gehen wir mal runter, wir werden es ja sehen, wo uns das alles hinführt. Okay, okay. Ja, warte mal, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Ich erinnere mich. Und hier haben wir im letzten Mal auch schon nichts gefunden, ne? Ja, ja. Gut, in dem Fall. Das ist übrigens der Ort, wo man den Elektroboden aktivieren kann. Ach, lass mich in Ruhe, du. Mistvieh. Mein Gott. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber wir gehen mal wieder nach oben zurück anscheinend. Okay, probieren wir die andere Rutsche aus. Vielleicht bringt mich die dann irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Wäre ja wünschenswert. Ja, auf jeden Fall in einen anderen Raum. Und hier ist noch irgendwas. Ein weiterer Zweierschlüssel. Okay, dann habe ich den schon mal nicht verschwendet, immerhin. Ja, okay, sonst ist hier gar nichts. Das heißt, im Endeffekt war das echt komplett nutzlos, dass ich das geöffnet habe? Also, scheint so. Erstmal jedenfalls. Das ist ein bisschen traurig, aber besser, als hätte ich den Schlüssel komplett verschwendet, ne? Würde ich mal behaupten. Also, geh weg da, du Kopf. Bitte. Geh weg. Dann gucke ich weiterhin, ob ich weitere Zweiertüren finde. Well, well. Okay, ich habe einen Schalter gefunden hier, der tatsächlich auch das Loch da hinten schließt. Perfekt, dann kommen wir jetzt doch bei der Zweiertür weiter. Ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz, wofür der ganze Bereich mit den Rutschen so da war, weil der war ja anscheinend echt nutzlos. Also ist nicht beleidigend gemeint, aber der war echt nutzlos. Na okay, ich habe einen weiteren Schlüssel bekommen. Klar, darf man nicht vergessen. Das heißt, den kann ich hier oben dann natürlich auch noch nutzen, falls hier weitere zwei Türen noch sind. Was natürlich sehr gut möglich ist. Jetzt sind wir auf der obersten Etage, wo wir noch gar nicht waren. Wundervoll. So, hier geht's direkt weiter. Und Probleme. Da kommen wir wohl noch nicht durch, ne? Ne, von dieser Seite aus wohl nicht. Da sind leere Wasserflaschen, falls ich pipi muss. Ein weiteres Rettungsboot. Und Level C-Key. Ist der nicht für die Tür, die wir schon längst geöffnet haben? Ich bin verwirrt ein bisschen, ob ich ihn überhaupt noch brauche für irgendwas, aber hey, vielleicht schon. Naja, egal. Gehen wir einfach hier weiter. Falls wir hier weiterkommen, gleich irgendwo hin. Aber noch geht es weiter auf jeden Fall. Noch. Habe ich mal das Gefühl, dass ich Fortschritt mache halbwegs. Mal gucken, ob das noch länger so bleibt. Oder ob ich bald vielleicht komplett aufgeschmissen sein werde. Komm schon. Danke. I think I opened the door somewhere. Somewhere ist gut. Ich wünschte, so direkt hier. Okay, das wäre auch. Das war cool. Das mag ich. Da geht's wieder runter. Wo genau hin ist halt die Frage. Hinter diese Tür. Aha. Könnte ich noch hin? Wir gucken erstmal hier weiter, weil hier geht es ja auf jeden Fall noch weiter, gerade mal. Hier ist ein Strengthener. Und es öffnet direkt diese Tür, okay. Mit direkt einem netten Gesellen dahinter. Weg mit dir. Oder zumindest ist mit deinem Tentakel natürlich, wie immer. Diesmal habe ich es nicht vergessen, okay? Diesmal nicht. Ich weiß, ich vergesse es gerne, fick dich. Aber nein, diesmal habe ich es in meinem Gehirn abgespeichert. Du hast Tentakel. Einen. Ah, noch einer von euch.
Kommst du mit der Ecke? Ja, nein. Ich merke schon, ist kein Bock drauf, ne? Kann ich verstehen, aber auch. Dass du da nicht so viel Motivation zu hast. Wenn du mich schon siehst und wenn ich dich sehe vor allem, ne? Ja, ja, würde ich auch nicht an deiner Stelle. Ah, Gott. Aber bitte nicht Minamo töten oder allgemein niemanden töten. Aber vor allem Minamo, weil die stirbt gerade ein bisschen. Okay. Bin ich jetzt in Sicherheit, um zu resten mal eben? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Okay, okay, okay. Ich fühle mich sicher. Wundervoll. Kann ich die Tür wieder einfach öffnen? Kann ich. Kann der auch irgendwas öffnen? Oh, das ist ein suspicious looking switch. Okay, ich glaube euch. Diesmal. Nein, ich drücke nicht nochmal. Soll ich jetzt was drauflegen? Wie wäre es mit Wasserflaschen? Ja, perfekt. Ja, ich fühle mich, als würde ich Fortschritt machen und ja, einige Gegner und einige Schalter, okay. Das könnte interessant werden. Mal gucken, ob ich hier wieder durch Zufall irgendwie durchkomme gleich. Okay, und aufgeräumt. Wundervoll. Was gibt's hier? Sound, down, down, left, up, right, down, 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 left, left. Könnte mit den Schaltern zusammenhängen? Sound? Heißt das... Muss ich auf irgendein Geräusch achten erstmal? Ja, das öffnet sich natürlich nicht. Ah, ganz kurz resten, für Minamo zumindest. Ah, ich will nicht irgendwas drücken, weil das bestimmt wieder mich umbringt oder so, keine Ahnung. The north is a harsh one-way road. The south shows the correct path. Okay, da oben ist Norden. Du zeigst mir den korrekten Path. Okay. Sound. Down, down. Okay, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade sehr, sehr verwirrt. Down. Okay, das war nicht angenehm. Und nochmal überlebe ich das auch nicht. Also gut, dass ich vorgerestet habe. Mhm. Und es vergiftet uns, natürlich. Ich meine, wir haben noch Gegengift. Einiges. Aber das können wir trotzdem nicht die ganze Zeit machen. Vor allem nicht, wenn es... Oh Gott. Sachi kann nicht sterben, bitte. Ich brauche dich, damit ich weiter mich entgiften kann. Holy fuck. Okay, ich werde hier nicht mit rumprobieren durchkommen, habe ich das Gefühl. Okay, ich kann aber die anderen hier... Something just shocked me. How scary. Okay, I get it. They just hear something for a second. Okay, der Schalter ist also richtig. Würde ich raten. Falsch geraten. Falsch geraten. Aber war ein Versuch wert. Vielleicht ist doch der, der Nothing Happens sagt, richtig. Ja, dann use it. This switch looks suspicious. Okay, vielleicht nutze ich ihn doch nicht, aber. Nothing is happening. Nothing is happening. I thought something just lit up. Okay, ah, warte mal, der hat... I just hear something for a second. Aha, okay. Sound. Down, down. Okay, das muss ich mir merken, ne? Down, down, left. Up, right. Down, down, kann ich gar nicht. I don't get it. Scheiße. Aber es war ein Versuch wert, ne? Down, down, left. Up, right. Aha, warte. There it is. Up, right. Down, down, left, left. Also, down, down, left, left. Well, well. Tatsächlich. Holy fuck. Das war eigentlich ein gutes Rätsel. Das war eigentlich ein gutes Rätsel, wenn man drauf kommt. Irgendwann mal, ne? Das war eigentlich ein gutes Rätsel, wirklich. Schön. I like it. Hat jetzt sehr viel Essen gekostet, weil ich sehr viel resten musste, weil ich sehr viel dumme Scheiße gemacht habe. Aber gut, okay. Da ist einfach nur ein Podest, ohne dass ich da was draufpacken muss anscheinend. Hier liegt einfach mal ein Diamant rum. Nett. Oh, noch ein Rätsel. Also sieht jedenfalls sehr stark danach aus. Oh Mann. Ja, egal. Diesmal bin ich besser vorbereitet mit meinem Gehirn. Mein Gehirn ist jetzt aufgewärmt. Glaube ich. Hoffe ich. Vielleicht. Und auch der Raum sollte jetzt aufgeräumt sein. Ja. Yeah. Okay. Was haben wir hier? The lone outcast is key. Think hard and have a wider perspective. Aha. Also wir haben... so einen Knopf. Wir haben sowas. Wir haben sowas.
Und wir haben was auch immer das ist. Auf jeden Fall alles Knöpfchen. Haben wir sonst noch irgendwas an den Wänden, was ich gerade noch nicht sehe? Da ist etwas. Schön. Ich sollte eine weitere Perspektive haben, ja? Okay. Wundervoll. Das war leichter zu lösen. Das war wesentlich leichter zu lösen. Seht ihr, mein Gehirn ist aufgewärmt. Deswegen kann ich jetzt alles lösen. Alle Rätsel, die ihr mir entgegenwerft. Ich werde sie alle sofort lösen. Mit meiner reinen Intelligenz. Oh Gott, fuck my life. Die kämpfen allerdings nicht. Warum ist dein Gegner hinter mir? Wie kommt der da hin? Wo kommt der her? Wo kommst du her? Was machst du hier? Lass mich in Ruhe. 7 Dreieck nach unten. Okay. Warte, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Oh, scheint so. Scheint sehr so. Was ist alles nur für das Dreieck, was ich da gerade sehe? Was ich hier gemacht habe? Irgendwie fick dich. Fick dich gerade so. Ich meine, das wird wohl Teil noch eines wichtigen Rätsels sein, weil diese Formen und Zahlen daneben haben wir ja überall jetzt verteilt gefunden, ne? Aber. Trotzdem bringt mich das jetzt gerade nicht weiter, weil noch bin ich bei diesem Rätsel nicht angekommen. Ah. Okay, wir hatten aber auch irgendwo noch eine Leiter, wo die wir runter können. Also vielleicht sollte ich dahin. Ist die hier? Die ist hier. Gehen wir doch mal hier runter jetzt. Ich hoffe, da oben war wirklich nichts mehr, was ich jetzt verpasst habe. Wäre blöd. Wir werden älter, aber ist okay, wir überleben zumindest noch ein Weilchen. Erstmal. Okay. Ah, okay, hier ist nur eine Abkürzung scheinbar. Resten wir ganz kurz hier. Du kannst nicht mehr so viel tragen. Ist in Ordnung, akzeptiere ich. Gib mal ein bisschen was ab vielleicht. Satchika ist noch jung. Die hält das aus. So, du hast... Schott. Okay, wir können da gar nicht durch. Ja, dann ist es doch keine Abkürzung. Dann ist das hier einfach nur ein alternativer Weg oder so. Okay. 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 Habe ich da oben irgendwas Relevantes übersehen? Oder war das jetzt wirklich nur das? Meh. Meh.